Rückwärts. Durch die Tür. Nicht mal sauber gemacht haben wir das. Was, die Tür? Nein, mein Verband. Meine Güte. Dieser Ort ist so groß. Wie sollen wir... Wir schaffen das. Stirb bitte nicht. Noch nicht. Amicia. Da. Da verstecken sich Ratten in den Becken. Vielleicht kannst du sie rauslocken. Soldaten, Ratten, Vorsicht. Ich pass auf dich auf. Genau. So. Wie mach ich? RT. RT? Na los, benutz sie. Ja, ich bring uns da durch. Mich da hoch. Ah, es hat funktioniert. Nein, nicht wieder reinklettern. Wie kann ich die lenken? Ja, mit dem Steuerkreuz. Ach so, hä? Was machst du denn? Wenn ich aufhöre, da zu drücken. Nee, lass los. So. Ja, renn aber nicht in das Feuer oder so. Wenn du das nochmal drückst, dann gehst du wieder raus. Da läuft einer ohne Fackel. Da läuft einer. Zwei noch ohne Fackeln. Ja. Hier waren doch. Die sind da unten. Sind da rechts keine mehr drin jetzt? Nein. Na toll. Außerdem kannst du den eh abschießen. Oder kannst du deinen Steuer, kannst du dich nicht wehren. Momentan. Ja, dann kannst du den noch abschießen. Den dann nicht, den Helm. Ach! Weiß ich. Spiele das auf. Sehen wir hier irgendwo die Ratten? Ne, die sind ganz woanders. Toll, toll, toll. Was macht er da? Wer er? Ja, der da liegt. So. Schlafen. Lebst du noch? Hey! Tot? Aus dem Mörder mache ich Kleinholz. Wenn du mich kriegst. Da hinten sind die Ratten. Ach, ich sehe meine Rättchen. Du hast sie auch einfach losgelassen. Ach, die sind ein bisschen zu weit weg. Da ist aber noch unten. Ist aber auch Ratten im Haus. Amicia, die Ratten rufen. Sie mögen es, wenn ich sie benutze. Genau deswegen musst du aufpassen. Es sind zu viele. Das funktioniert nicht. Es sind zu viele. Es sind zu viele. Funktioniert nicht. Ja, kann ja auch nicht. Die sind am Futtern oder so. Keine Ahnung, das sind zu viele aufeinander. Musst du weiter rumgucken. Ein Scharfschütz. Schiss. Fährt er da ins Haus rein, oder? Da sind Ratten drin. Ja, aber da ist auch Feuer drin. Nee, da ist kein Feuer. Geh hin. Wo, geh hin? Zum Haus! Du musst die Ratten kontrollieren da drin. Aber doch nicht von da. Willst du da reingucken? Guck, da ist Feuer drin. Dann mach es aus. Dann gehe ich da rein.
Oh, oh, zurück. Da sind eine Menge drin. Sie könnten nützlich sein. Oh. Aber nicht so ausmachen. Nein. Zu viele Ratten, Amicia. Und hier meine kleine Ratte. Warum zu viele? Soll ich euch die Tür öffnen? Kannst du die überhaupt öffnen? Ja. Sie geht nicht auf. Gibt es einen anderen Eingang? Ist das im Spiel? Nee, mach weiter. Hallo, Rätschen. Aha. Hallo. Ich komme jetzt und fress euch. Wie? Ist holprig unterwegs. Enden war einer, oder? Ach, der hat Feuer. Nee. Nichts. Hallo, du hast Feuer. Oh, Wasser. Oh, Feuer. Nervige Leute. Da sind ganz viele. Und so klein. So muss ich auf den Scharfschützen kommen. Hallo. Nee. Oh. Ach, da ist eine Tür. Nein, 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 nein. Ich kann hier klettern. Hallo. Oh, ich komme hier gar nicht runter. Okay. Na dann. Klettern wir mal wieder. Oh nein. Oh ja. Da rechts. Ich hab's gesehen. Ich lauf schon. Ja. Wo ist dieser Scharfschütze? Tot. Stinkende Biester. Guck mal, der zeigt dir doch an, der Fragezeichen-Dinger. Rechts, 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 das ist links. Da ist Feuer. Ah, da kann ich noch. Rechts, rechts, rechts. Der hat Feuer. Feuer. Du musst wissen, ob der Feuer. Ich sehe keinen, dass er Feuer hat. Nee, der hat kein Feuer. Hat er auch nicht. Hat er nicht, ne? Der hat eine Axt. Der hat ein Feuer. Guck, ich sterb, Schill. Aber der kommt schon an. Der kommt zu dir, ne? Falls du das nicht siehst. Was ist ein Feuer? Ja, dann ist ein Feuer aus. Weg da. Ist mir schon. Geh doch dem sein Feuer ausmachen. Das war's nicht, du. Ich weiß. Ja. Das war das, oder? Ja. Ich kann die nicht analysieren. Schießen. Muss rein, muss rein. Warten. Sind die da raus? Sicherheit, geh aus Fenster. Ihr kommt nicht ungeschoren. Nee, die kommen da nicht. Dann müssen wir halt hier raus. Okay, die können jetzt da erstmal bleiben. Sind jetzt alle raus? Ja. Jetzt die Tür öffnen. Achso. Geht immer noch nicht. Dann gucken wir von der Seite rechts. Ist nix. Da ist ein gleich ein Spalt draußen. Lion. Oder? Nee. Hm. Komisch. Da ist noch einer. Da ist einer. Aber du musst die Feuer hier vorne auch ausmachen gleich. So. Wie immer. Es sind zu viele. Das sind schon wieder. Ja gut, der hat aber keinen Helm auf. Patsch. So. Aber hier ist noch irgendwo einer. Alter. Was müssen wir hier eigentlich machen? Ja, raus! Wegkommen! Wieder? Was sollen wir hier machen?
Geh mal da der Fackel entlang oder so. Ich weiß nicht wohin. Da hinten ist noch ein Licht. Wo wir schon vor 10 Minuten hin hätten können. Wir sind da. Wow! In Sicherheit. Super, dafür zeigen wir da rum. Wir haben es wirklich geschafft. Hier seid ihr. Yo! Ja, toll. Gegner in Rüstung sind unverwundbar gegen die Achtung von Schwachstellen. Amicia, deine Wunde. Mir egal. Ich beende es. Das bestimmt nicht. Okay. Da. Und das anzünden oder so, wenn er da drauf steht. Ja, ich sehe es. Feuer! 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 Okay. Das auch nicht. Ich muss Zeit gewinnen. Sonst was auf seinem Rücken. Betäuben? Betäuben? Keine Ahnung. Ich kann da irgendwas machen an seiner. An seiner. Das da. Macht da was dran? Da ist Feuer drauf? Nee, da ist ja schon Feuer dran. Dann Feuer aus. Feuer aus? Das könnte klappen. Ja. Und jetzt? Seinen Rücken. Es klappt nicht, Amicia. Oder auch nicht. Es klappt nicht. Voll. Was denn soll ich denn machen? Den irgendwie schwindelig machen, keine Ahnung. Ja, damit los. Oder? Auf seinem Rücken! Sehen wir nicht mehr. So, jetzt. Jetzt? Ja, wann weiß ich? Mit einem Pfeil kannst du ihn anschießen. Du hast den Pfeil ja nicht eingesammelt. Jetzt nicht zusammenbrechen. Nein. Hinten war ein Pfeil. Ich kann gerade nichts machen. Der hat Heilmann. Toll, und jetzt? Da ist auch, das sind zwei Pfeile hast du dann, wenn du die einen noch einsammelst. Daneben. So. Ah. Ist da noch was zum Blenden? Nee, ne? Ja, die Rüstung ist vorne, noch dran. Verlier ihn nicht aus dem Blick. Jetzt schießen wir den Rücken. Ich bin zu spät. Feuer. Hä? Was war denn jetzt? Feuerfall. Hey. Na dann. Amicia! Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Gehen wir. Amicia! Amicia! Oh nein! Es blutet so sehr! Da! Da sind sie! Sie kommen! Ich kann nicht! Du musst dich allein drum kümmern! Ganz sicher? Tu es! Schnell! Ich bin die Ratte und ich fress dich jetzt! Bist du? Hugo. Nein! Oh Mann. Ach, da. Aufhört! Sonst töte ich euch alle! Ich hab schon mal gemacht! Oh, da oben. Es geht weiter mit euch! Übersehen. Ja, aber den muss ich zuerst machen. Wer am nächsten ist. Guck so wie den da. Das geht zu weit. Wir kriegen dich. Du kannst doch nicht aufhalten. Doch,
Treppe hoch! Ja, ich kann... Das nennst du rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Wir müssen hier raus. Was? Was soll der ganze Lärm? Was ist passiert? Ich bring uns hier raus. Ich hab's wieder getan. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich schaffe das. Ich schaff's nicht. Nein. Kapitel 7, Verbrecher. Du bist wach. Er hat dich gerettet. Er sagt, er bringt uns zur Insel. Er weiß, wo sie ist und sie heißt Lacuna. Warte. Er besorgt uns ein Boot. Was? Nein. Amicia. Zu Hause hatten wir einen Hund, aber ich habe ihn nicht oft gesehen. Weil du nicht rauskonntest? Ja. Ich stellte mir vor, wie wir spielen. Ah, verstehe. Wir sind da. Wo ist das Boot? Wo ist es? Ich hoffe, es ist groß. Es ist nicht weit. Ich lasse die Pferde frei. Den Rest des Weges gehen wir zu Fuß. Möwen! Darf ich das ansehen? Bitte. Hab doch etwas Geduld. Gut. Das wird schon. Hoffentlich. Lass Luft ran. Das wird noch eine Weile wehtun. Atme und bleib ruhig. Lass mich doch bloß in Ruhe. Hör doch auf, so tapfer zu tun. Du könntest noch was lernen. Gut. Wieso bist du zurückgekommen und hast mich nicht sterben lassen? Sag mir, wieso sollte ich dir trauen? Ich könnte dich doch den Ratten einfach zum Fraß vorwerfen. Der Graf führt Krieg gegen uns. Den Abschaum der Provence. Die meisten meiner Männer, meiner Freunde, wurden getötet. Oder sie flohen. Irgendwann werden sie auch mich erwischen. Du bist also auf der Flucht? Ja. Sieht schlecht aus, aber du hast was Besonderes. Ratten. Für einen gesuchten Mann der sicherste Weg aus der Misere. Ich weiß, wo eure Insel liegt. Ihr müsst mich nur am Leben halten, bis wir sie erreichen. Amicia, schnell! Das musst du sehen! Ich komme! Spiel bloß keine Spielchen. Das hier erinnert mich daran, dass ich dich töten sollte. Und, was hast du gefunden? Riechst du das nicht? Ich rieche Pferde und... stink ich so? Nein, es riecht nach Seetang. Na komm! Warte, wir müssen reden! Nicht jetzt! Das Meer ist gleich dort! Hugo! Es ist wichtig! Hua! Geld hier, das ist ein Überfall!
Du hast ihm aber nicht von deinem Traum du mich und nie. Allem anderen erzählt. Hugo, komm zurück! Ich will nicht spielen! Und ich rede nicht mit Angsthasen! Ist es so schwer, mal nett zu sein, du kleines... Immerhin siehst du besser aus. Amicia, wir sind da! Hugo, du sagst gar nichts. Los jetzt, wir sind nicht wegen der Aussicht hier. Sag mir zuerst, wohin wir gehen. Zu einem Boot, ich kenne da jemanden. Wen? Eine Schmugglerin, sie hat ein schnelles, leises Boot. Wie schön, mehr Verbrecher. Ja, so sieht's aus und du solltest dich schnell daran gewöhnen. Du wirst nach Lacuna, nach all dem Scheiß, den du gemacht hast, dann auf dem Boot oder du schwimmst. Ich will unbedingt auf das Boot. Ah, hörst du das? Das ist die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung. Jo, der Speed up. Ich kann ja nicht mal rennen. Oh, viel zu hoch. Spring, ich fahr dich. Wow. Hey, pass auf. Danke. Na gut, wartet mal auf mich. Du bist schwer. Deine Schwester füttert dich gut. Ich liebe Essen. Hey, schau mal, da unten. Mach doch mal langsamer. Der hier rennt so. Hey, kurzer, langsam. Wir haben Verletzte. Wie rücksichtsvoll. Oh, so viele. Ist das eine Vogelarmee? Sieht so aus. Ich finde, du solltest zum Angriff blasen. Darf ich, Amicia? Wenn du willst, aber bleib in der Nähe. Na los, Soldat. Angriff! Angriff! Wenn wir mehr Leute wie ihn hätten, hätten wir die Engländer schon längst vertrieben. Was weißt du schon vom Krieg? Ich war damals ein Ritter in Guyenne. Oh, wir sind aus Guyenne. Schade drum. Ja, war es. Hey, hast du meinen Angriff gesehen? Ja, die kommen nicht so schnell zurück. Ich könnte Soldat werden. Ohne Zweifel. Oh, auf gar keinen Fall. Irgendwann ist es eine eigene Entscheidung. Das werden wir sehen. Sieht ruhig aus. Wohnt hier jemand? Glaube ich nicht. Ich würde hier gern wohnen. Gleich am Meer. Schau mal da raus aus dem Fenster. So. Ja. Hey, sieh mal. Hm? Da. Sicher von einem Seevogel. Einer Möwe? Bestimmt. Jetzt gehört sie dir. Hier. Ich liebe Möwen. Lachmöwe. Wir nennen sie Lachmöwen hier. Was? Siehst du, du wirst selbst zu einer. Los, gehen wir zurück. Bastel erstmal nach. Unten ist da oben Fisch. Ja, ja. Für was? Oh. Schlecht für mich. Blub. So, jetzt sind wir zwei. Hä? Hä? Kann ich ihnen ein Auge machen? Nee. Hä? Wofür war das gut? Warum glänzen die? Aber. Es glänzt ja nichts mehr. Ja, jetzt nicht. Doch, guck. Hä? Hä? Ich kann es denn grillen. Mit Feuer? Ja, aber werfen oder so. Aber dann würde dir doch was anzeigen, aber macht er nicht, ne? Hm. So, keine Ahnung. Auch nicht. Zeigt auch nichts an, wenn du da hingehst, ne? Mhm. Warte mal, da ist was. Nicht da, gib mal gerade. Achso, da in der. Nee, du sollst nicht da hingehen. Ich wollte nur, dass du dich drehst. Ja. Okay, ich dachte, wäre sonst wie eine Falle. Ist auch. So, aber hier mache ich den Part Indie. Warum guckst du zu den Fischen und nicht zum Meer? Hä, wie zum Meer?
Ja, wenn du das Spiel beendest, guck doch zum Meer, anstatt zu den Fischchen, die auf dem Boden liegen. So, Freunde, das war's wieder mit diesem Part. Im nächsten Part geht's fleißig weiter. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschö. Tschö.